Hallo werte Sammler und Sammlerinnen, ich bin Selector vom Team Genetz und grüße euch herzlich zur neuen Manga Review. Heute dreht sich alles um Poison City, eine Reihe, die ich schon sehr, sehr lange bei mir habe. Und der ist jetzt diesen Monat ein Komplettpaket bei Carlsen erschienen und hab gedacht, komm, perfekt, um das Ding mal zu reviewen. Und ja, ich bin wirklich sehr angetan von dieser Reihe, allein für die Thematik. Und die ich euch jetzt nämlich erstmal erkläre, denn in Poison City dreht sich alles um den Mangaka Mikio Hibino, der um 2020 herum versucht, seine neue dunkle Manga-Serie Dark Walker an die Öffentlichkeit zu bringen. Das Problem ist, dadurch, dass die Olympischen Spiele anstehen, hat so eine gewisse Organisation namens die Säuberungsfront immer mehr und mehr an Einfluss gewonnen und sie ist halt im Glauben, alles Anstößige beseitigen zu müssen. Und auch ein Mikio Hibino hat leider nun das Problem, dass er seine Reihe Dark Walker immer mehr und mehr anpassen muss, denn immer mehr und mehr gilt als anstößig. Und so kämpft Mikio Hibino gegen die Zensur seines Mangas. Und ja, nun erst noch zu den Grundinformationen. Poison City ist in 2 Bänden beendet. Ich glaube, das Komplettpaket kostet 15 Euro oder? Nee, weniger, wenn die Bände eh zusammen 16 Euro kosten. Auf jeden Fall sehr, sehr günstig und stammt von Tetsuya Tsutsui, der hierzulande schon Manhole veröffentlicht hatte und selber auch Zensur erlebt hat. Und ja, sagt Carlsen Verlag und das Ganze ist noch übersetzt aus dem Japanischen. Okay, warte, wo ist es? Hallo? Aus dem Japanischen von Jens Osser. Ist noch ein älterer Release, das ist noch ein bisschen anders mit dem, wo der Übersetzer steht. Und ja, nun zu meiner Meinung. Und Gott verdammt ist dieses Werk geil. Halt wirklich geil, denn das Thema Zensur ist was so in Manga doch relativ selten aufgegriffen, weil für viele gibt es halt auch den Irrglauben, ja, sowas wie Zensur gibt es auch in Japan nicht, das ist falsch. Denn wie gesagt, Tetsuya Tsutsui hat auch Zensur am eigenen Leib erfahren und er verarbeitet halt so auch seine eigenen Erlebnisse und das fand ich eh schon mal sehr interessant, auf so diese Thematik, die er selbst erfahren hat, so zu verarbeiten. Geil, und wie gesagt, ich bin ein großer Feind der Zensur und bin nach wie vor der Meinung, Zensur ist immer scheiße. Und dieser Manga zeigt perfekt, warum. Denn natürlich, für viele ist gewisser Content so, ja, nee, das muss nicht sein. Nee, das muss nicht sein. Und natürlich, es gibt viel Content, wo der ein oder andere wirklich auch sagen wird, oh Gott, bah, nein, nein. Jedoch zeigt Poison City sehr, sehr, sehr erschreckend, warum selbst vermeintlich weitestgehend akzeptierte Zensur immer hinterfragt werden sollte. Also immer gefährlich ist. Denn okay, jetzt gerade trifft es dann vielleicht Werk so und so, das super duper anstößig und verrufen ist. Ja, und dann wird halt gesagt, ja komm, das andere Werk hier, der Inhalt, der vielleicht für die meisten gar nicht so schlimm empfunden wird, ja, nee, das ist jetzt auch Anstößung. Das geht immer und immer weiter. Und irgendwann erreichen wir eine Dystopie wie in Poison City, wo wirklich alles als anstößig wahrgenommen wird und einfach alles zensiert werden muss. Und genau das, hoffe ich, wird nicht eintreten, denn die Welt, wie sie hier in Poison City beschrieben wird, ist einerseits sehr überzeichnet stellenweise und ein paar Momente gab es schon, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt ein bisschen sehr heavy, aber obwohl das so übertrieben teilweise dargestellt wurde, habe ich mir trotzdem gedacht, es fühlt sich immer noch realistisch an und wenn ich mir so die Zensurpolitik der letzten Jahre allgemein im internationalen Raum anschaue, fürchte ich wirklich, dass so ein Szenario irgendwann doch Realität werden könnte. Und ich hoffe sehr, dass dem nicht der Fall sein wird. Denn, ja, heilige Scheiße, in so einer Welt will ich nicht leben. Und halt auch einfach
dass auch noch zum Beispiel die damalige Zensur in US-amerikanischen Comics wurde aufgegriffen. Das ist ein so unfassbar interessantes Werk, einfach allein durch die Thematik Zensur in Japan. Ich empfehle wirklich jedem, der sagt, ja, Zensur kann gerechtfertigt sein, lest Poison City. Klar, das Artwork ist, ja, ist okay. Ich finde, es erfüllt seinen Job, ist nichts Spektakuläres, aber auch nicht so, dass man sagen würde, oh mein Gott, Himmel, Herrgott, nein, nein, das sieht ja fürchterlich aus, nein, 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 nein. Und ja, ich gebe es auch selber zu, der Manga zieht sich stellenweise. Also er hat so ein vereinzelt Kapitel gehabt, wo ich mir gedacht habe, also vom Pacing her klappt es nicht richtig und auch das Ende ist sehr abrupt, sehr überspitzt, trotzdem vielleicht so ein bisschen, wobei, ganz ehrlich, auch dieses Überspitzte verdeutlicht nur nochmal, warum Zensur auch gefährlich sein kann und so. Als mein Fazit, Poison City ist eine Warnung an alle, dass Zensur immer 100% kritisch hinterfragt werden sollte, denn auf eine Zensur folgt die nächste Zensur und es wird immer weiter und weiter und weiter gerechtfertigt und ja, der Manga ist nicht perfekt. Beim besten Willen, ich würde sagen so nur 8 bis 8,5 von 10. Ich finde es trotzdem eine sehr, sehr lesenswerte Reihe, die richtig viel Spaß gemacht hat. Wenn das Wort Spaß hier überhaupt wirklich passt. Und ja, wie gesagt, ich empfehle es jedem Zensurkritiker, aber auch jedem Zensurbefürworter, einfach mal hier reinzugucken. Auch weil hinten noch so ein kleiner Beitrag vom Mangaka ist, wo er über eben seine Erfahrungen mit Zensur in Japan berichtet. Und ja, das war's zu meiner Review zu Poison City. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ihr über einen Daumen nach oben wünscht, mich freuen über ein Abo sowieso. Und ja, bleibt so aus. Danke fürs Zusehen und ciao!